Ich habe eingekauft und habe mir mal alles besorgt, was der Trockenobstmarkt gerade so hergibt. Einmal vom Supermarktregal und einmal online. Das ist der neueste Trend beim Trockenobst. Gepufftes und gefriergetrocknetes Obst. Diese neuen Sorten am Trockenobstregal, die sollen eine sehr gesunde Snack-Alternative zu Kartoffelchips und Co. sein. Aber ob ich die wirklich ohne schlechtes Gewissen snacken kann, das finde ich heute erstmal raus. Ein Snack muss vor allem eins: schmecken. Verena probiert sich durch. Als erstes gefriergetrocknete Drachenfrucht. Nicht nur die Herstellung, sondern auch die Trockenobstsorten sind neu. Und wie schmeckt's? Hat wirklich was von Snack. So von Crunch-Chips, vom Kaugefühl her. Also ist nicht zäh oder irgendwie was, sondern ist wirklich sehr knusprig, fast schon. Mhm. Neben gefriergetrocknetem gibt es auch immer mehr gepufftes Obst. Naja, optisch verliert die Ananas total gegenüber der Himbeere und der Drachenfrucht auf jeden Fall. Also gut, okay, kosten wir mal. Oh ja, hart. Da brauchst du gute Zähne. Und dazu noch wahnsinnig süß, weil 85 Gramm Zucker. Hart und zu süß. Ist jede gepuffte Sorte ein Reinfall? Interessante Geschmacksfärbung und vom Kaugefühl wieder so wie die Drachenfrucht und die gefriergetrocknete Himbeere. Und ich mag die Physalis. Ist ganz cool. Es kommt wohl auf die Sorte an. Jetzt wollen wir es aber genau wissen. Ist es wirklich so anders als das klassische Trockenobst? Alles etwas ledrig. Ja, kannst du hier mal ein bisschen wie Gummi. Klassische Aprikose kennt man. Also wir halten fest, das gepuffte und gefriergetrocknete Obst ist auf jeden Fall besser zum Wegsnacken. Es ist crunchy, es ist kross, es ist ein cooles Kauerlebnis. Die gepufften und getrockneten Sachen könnten eine gute Alternative sein. Das wollen wir herausfinden und testen die Snacks in drei Kategorien. Geschmack, Produktion, Nährstoffe. Unser Test startet auf der Straße. Auf dem Prüfstand zwei Trockenobst-Trends. Los geht's mit dem neuesten, gepufftem Obst. Wie schmeckt's den Leuten? Oh, beschreib mal. Oh. Die sind halt richtig, richtig knusprig. Mhm. Also das ist schon mehr Richtung Chips. Klebt auch ein bisschen in den Zähnen wie so Erdnussflips. Mhm. Also ganz knackig, knusprig und auch eher trocken. Tatsächlich schmeckt es besser als das herkömmliche Trockenobst, was man kennt. Das ist, gehört auch mit zu den neuesten Trends. Das ist gepufft. Glauben Sie, dass das richtig gesundes Snacken ist? Da müsste ich jetzt ein bisschen genauer wissen, wie das so zubereitet wurde. Also wie das so hart geworden ist, ne? Was man da tatsächlich verwendet hat, um das so hart zu bekommen. Genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie entsteht gepufftes Obst? Wir fahren nach Ostrzeszów in Polen. Hier besuchen wir den spezialisierten Betrieb für die Produktion des neuen Snacktrends. Das Herzstück ist diese Puffmaschine. Wie die funktioniert, weiß David. Das Erste, das mich überrascht hat, war die Knusprigkeit des Produkts. Es ist genauso knusprig wie Chips. Die Knusprigkeit entsteht so. Das Obst kommt vorgetrocknet hier an. Mit nur noch ca. 18% Feuchte. Heute auf dem Plan Ananas. Und damit geht's ab in die Puffmaschine. Ganze 3 Tonnen gepufftes Obst produziert die Maschine pro Monat. Davon sehen wir von außen aber nichts. Wir werfen einen Blick ins Innere der Puffmaschine. Hier geht's rund fürs Obst. Sieht ein bisschen aus wie Waschtrommeln. Phase 1. Früchte einladen. Und los geht's. In der Maschine herrscht ein Vakuum. Das ist wichtig. Denn dann ist der Druck so niedrig, dass das Wasser schon bei 40 Grad siedet. Mikrowellenstrahlung verdampft dann das Wasser in den Früchten. So schmilzt aber auch der Zucker. Deswegen geht's ab in Phase 3, Stabilisation. Die Früchte kühlen ab und der Zucker erhärtet wieder. Das Ergebnis? Crunchy Früchte samt vieler Nährstoffe, die durch die niedrigen Temperaturen erhalten bleiben.
Und das nach nur 3 Minuten, ganz ohne Zusatzstoffe oder Zucker. Die gepuffte Ananas ist aber noch lauwarm. Für den perfekten Crunch muss sie erstmal übers Kühlungsband. Puffen funktioniert aber nicht bei jedem Obst. Ist die Struktur zu fest, wird die Frucht steinhart. Eine gepuffte Aprikose gibt's also nicht auf dem Trockenobstmarkt. Der richtige Feuchtigkeitsgehalt ist also wichtig und sollte bei 4-6% liegen. Den kontrolliert David hier regelmäßig. Wir testen die Früchte hier, um sicherzugehen, dass das Produkt nicht weich ist, wenn es bei den Kunden ankommt. Angekommen sind in Deutschland letztes Jahr allein 24 Tonnen gepufftes Obst. Denn diese kleine Produktion ist tatsächlich einer der größten Produzenten für den deutschen Markt. Dazu muss es doch eine Geschichte geben. Alles hat damit angefangen, dass der Inhaber unserer Firma herausfinden wollte, wie man mit der Mikrowellentechnologie, die wir auch heute noch verwenden, Müll besser entsorgen kann. Irgendwann hat er dann mal einen Apfel in die Maschine gelegt und so zufällig entdeckt, dass der Apfel in der Maschine größer wurde. Er war gepufft. Vom Zufall zum internationalen Snacktrend. Weiter geht's auf unserer Mission. Wir schauen uns die inneren Werte an. Die kennt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Christina Lohwasser. Verena will wissen, gesunder Snacktrend oder doch als Frucht getarnte Kalorienbombe? Tja, Christina, du siehst, ich habe eine ganze Menge eingekauft. Und das heißt vor allem bei diesen ganz neuen Sorten, dass die halt gesund sind, gesünder als Kartoffelchips und Co. Wenn wir jetzt zum Beispiel den gepufften Apfel nehmen, was sagst du denn zur Zutatenliste hier, also zur Nährstoffliste? Ist es tatsächlich so, dass es auch eine gute Alternative ist? Ja, der enthält 70 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Also 70%, das ist schon relativ viel. Schön ist, dass er 12% Ballaststoffe enthält. Also das ist dann ähnlich wie ein normaler Apfel, nur der Wasseranteil fehlt. Ja. Also genau. 70 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das ist mehr Zucker als in 100 Gramm Gummibärchen. Verena macht's noch mal anschaulich. Wenn ich 2 Tüten davon esse, dann kann ich mir auch so ein Schälchen Zucker reinkippen quasi. Also ganz so würde ich das jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, im Apfel sind ja noch Ballaststoffe enthalten und Vitamine, Mineralstoffe. Und die machen den Apfel dann trotz des Zuckergehalts wieder gesünder. Plus der Blutzuckerspiegel, der steigt nicht so schnell an durch die Ballaststoffe. Was passiert dann, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt? Ja, also wenn der sehr schnell ansteigt, dann wird auch sehr viel Insulin ausgeschüttet. Und das Insulin sorgt für einen sehr schnellen Abfall des Blutzuckerspiegels. Und danach hat man Heißhunger und will unbedingt wieder was Süßes essen. Der Blutzuckerspiegel steigt also durch Fruchtzucker langsamer an als durch Industriezucker. Zucker und Schwefel kommen aber oft in Dürreobst. Das erhält die Farbe und macht es haltbarer. Außerdem trocknen Großhändler das Obst oft bei hohen Temperaturen über 60 Grad. So gehen Nährstoffe und Vitamine verloren. Beim Griff ins Regal also immer auf Verarbeitung und Zusätze achten. Eine besonders schonende Verarbeitung hat unser Snacktrend 2. Die Gefriertrocknung. Der Vorteil gegenüber Dörrobst, Nährstoffe und Geschmack bleiben zum Großteil erhalten. Aber die wichtigste Frage zuerst, wie schmeckt's? Die Himbeeren, die schmecken wie Himbeeren. So ein bisschen weicher. Und schmeckt aber auch gut. Schmeckt sehr intensiv und schmeckt sehr nach Frucht. Sieht irgendwie auch einfach anders aus und deswegen finde ich es interessant. So ganz fruchtig im Mund, also so ganz intensiv. Und wie bekommen die das hin? Dazu müssen wir nach Salzwedel. Die Früchte werden für die Gefriertrocknung direkt nach der Ernte gefroren. Und gekühlt in die Fabrik gebracht. Wie beim Puffen entzieht hier eine Vakuumkammer den Früchten das Wasser bei 40 Grad. Durch die Gefrierung gehen die Eiskristalle so direkt in den Gaszustand über, ohne flüssig zu werden und Nährstoffe auszuwaschen. So sind Form, Farbe und Geschmack fast wie beim Original, nur ist es deutlich haltbarer. Der Nachteil? Der Prozess dauert mehrere Stunden und kostet ganz schön viel Energie. Aber wir stellen auch hier fest, Zusatzstoffe Fehlanzeige. Trotzdem, wir lassen den Snack vom Profi checken. Die Nährwerte sind vergleichbar mit dem gepufften Obst. Relativ viel Zucker, dafür gibt's Ballast und Mineralstoffe. Fast wie vom Strauch.
Aber kann ich das dann einfach essen wie Obst, einfach so wegsnacken? Mhm. Naja, man hat ja im Grunde genommen hier viel mehr als so eine kleine Handvoll Himbeeren auf der Hand. Man hat ja hier eine größere Schüssel Himbeeren auf der Hand. Aha, weil durch den Wasserentzug, die ja geschrumpft sind quasi. Sind sie geschrumpft und ganz leicht und da tritt natürlich auch nicht so schnell die Sättigung ein im Vergleich zu frischen Himbeeren. Ein Kilo frisches Obst ergeben also nur 100 Gramm gefriergetrocknetes. Ganz schön wenig. Und das schlägt sich auch im Preis nieder. So kostet ein Kilo gefriergetrocknetes Obst durchschnittlich satte 69 Euro. Die gepuffte Variante ist mit durchschnittlich 56 Euro günstiger. Und das Dörrobst mit 28 am günstigsten. Grund für den Preisunterschied ist der Energieaufwand. Der ist beim Gedörrten am niedrigsten. Und damit kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Sind die neuen Trockenobstsorten eine Snack-Alternative? Trotz des hohen Preises? Auf jeden Fall ist gepufftes oder gefriergetrocknetes Obst deutlich gesünder als jetzt Kartoffelchips oder Erdnussflips. Man hat natürlich viel Zucker, deswegen würde ich die Mengen doch reduzieren. Also das finde ich jetzt zu viel für einen Abend vor dem Fernseher. Ja. Mhm. Aber man hat wenigstens Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe noch enthalten. Und die sind hier natürlich nicht mehr drin, ne? Hier ist sehr viel Fett, sehr viel Salz und ansonsten recht wenig enthalten. Von unserer Ernährungswissenschaftlerin bekommen wir das Go für den Snack. Zumindest in kleinen Mengen. Und Verenas Fazit? Also mein Fazit, die neuen Trends im Trockenobstregal sind tatsächlich eine gute Alternative zu Kartoffelchips oder Erdnussflips. Aber man muss auch echt aufpassen auf den Zuckergehalt, denn die können wirklich schnell zur Kalorienbombe werden.